Schwedische Wehrpflichtige auf der Ostseeinsel Schottland. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bekommt ihr Wehrdienst schlagartig eine andere Dimension. Der Krieg hat Schweden veranlasst, seine militärische Bereitschaft drastisch zu erhöhen und den historischen Schritt zu gehen, die NATO-Mitgliedschaft zu beantragen. Zwei Jahrhunderte schwedische Neutralität sind Vergangenheit. Man merkt, Mist, das ist wirklich ernst jetzt. Ich bin hier nicht in einem einjährigen Ferienlager. Jetzt ist es echt und das macht dich ernster und bei allem arbeitest du die ganze Zeit, um so gut wie möglich zu sein, weil du denkst, das könnte unsere Realität werden. Vielleicht müssen wir es tatsächlich anwenden. Axel Byström und seine Kameraden brechen Äste von nahegelegenen Fichten ab und tarnen damit drei gepanzerte Fahrzeuge. Weitere Militärübungen gibt es in ganz Schweden. Das Land lebte lange Zeit in Angst vor Russland. Nach dem Ende des Kalten Krieges kürzte Schweden seine Verteidigungsausgaben drastisch. Doch nach der Annexion der Krim durch Moskau 2014 beschloss das Land wieder aufzurüsten und die Ausgaben zu erhöhen. 2017 wurde die Wehrpflicht wieder eingeführt. Da nur ein Bruchteil der Bevölkerung einberufen wird und es recht einfach ist, sich dem Dienst zu entziehen, sind Wehrpflichtige wie Byström in der Regel hoch motiviert. Man sitzt da beim Frühstück, ganz normal, und dann sieht man, dass es eine Invasion gibt. Das hat uns erstmal zu grübeln gegeben. Es wurde auf einmal ernst. Natürlich haben einige ein wenig Angst und machen sich Sorgen. Ich war entschlossener und dachte, ich weiß, warum ich meinen Militärdienst leiste, ich weiß, warum ich hier bin. Für viele Schweden ist Schottland ein beliebtes Sommerurlaubsziel, bekannt für seine Sandstrände. Bei einem Konflikt mit Russland würde die Insel in der Mitte der Ostsee strategisch besonders wertvoll werden.